Klopapier trennen. Klopapier trennen. Ihr müsst mit Wurf eines Bierdeckels Klopapier durchtrennen. Oh, geil. Du hast doch zumindest mal lange Zeit auf Malle gelebt. Ja. Da hat man doch alles schon gemacht. Also es ist ein relativ einfaches Spiel. Auch hier muss man nicht viel Kraft unbedingt haben. Eher auch ein bisschen Geschick. Man muss auch nicht wirklich was im Kopf haben. Darf ich noch mal einmal was sagen? Paul, stell dir mal vor, du gewinnst jetzt das Spiel. Dann stehst du bei 40.000, dann lasse ich dich auch in Ruhe. Dann würde ich dir vielleicht sogar sagen, hey, du hast 4 Siege, das ist echt Molly-mäßig. Die 40 hast du dann sicher, wenn du dann aufhörst. Und vielleicht bei 4 Siegen die Chance am Ende noch auf 100.000. Dann kannst du 140.000 mitnehmen. Also, ich glaube auch, so, was Buschi sagt, 3 Siege ist noch nicht wirklich viel. In noch 3 Shows, die wir haben. Und ich sag dir was, du denkst doch jetzt, ja, der Pommes Hens, Handball-Weltmeister, der Caselli, der gewinnt alles. Glaubst du, dass die schon mal mit Bierdeckel und Klopapier durchtrennt haben? Nein, wahrscheinlich nicht. Und das ist deine Chance, Junge. Hat er vollkommen recht. Ich bin Spielleiter, ich darf da nicht so viel Einfluss nehmen, aber er hat vollkommen recht. Es ist mehr oder weniger ein Spiel, was wirklich jeder gewinnen kann. Es ist nicht so, dass man sagt, oh, das kann ich nicht. Ich nehme trotzdem die 30.000 Euro. Du nimmst die 30.000 ja. Euro? Ja. Gut. 1. Ja, 3 Siege. Das ist Acker. 2. 3. 30.000 Euro. Paul Janke, Dankeschön. Dankeschön. Warum auch nicht? Dankeschön. Und weg ist er. Elton. Ich würde jetzt fast eine Wette abschließen. Ich glaube auch. Ich glaube, ich weiß, wen die Zuschauer gleich wiedersehen wollen. Ich hab da so liebes, liebes Publikum, Sie haben jetzt wieder hier im Studio die Wahl. Wir haben jetzt ein paar Leute mehr auf der Losers Lounge oder in der Losers Lounge sitzen, nämlich Elena, Hilde, Kelvin, Adriano und Lilly gerade dazu gekommen. Sie können jetzt abstimmen. Klopapier trennen heißt das Spiel eher ein... Ja, Buschi? Sensationell. Kaputter Daumen, Schnappatmung, völlig fertig. Aber eins kriege ich hier gerade mit. Die wollen alle wieder zu dir. Ja, natürlich. Die wollen alle wieder spielen. Und das, da geht es nicht nur um den Zaster. Die haben richtig Spaß. Und das macht uns Spaß. Ganz geil. Abstimmung ganz geil. Ab jetzt. Sie wissen ja, wie es funktioniert. Mit unserem Abstimmgerät wählen Sie einfach zwischen Elena Hilde, Kelvin, Adriano oder Lilly. Und dann werden wir gleich in wenigen Sekunden sehen, wer hier wieder mitspielen darf. Und ich glaube auch, 3 Siege, Buschi, das ist nichts. Ich glaube, da hat er sich ein bisschen... Ich meine, hat das so nötig, die 30.000? Ich weiß es nicht. Ich will ihn jetzt auch nicht schlecht reden. Ich hätte gedacht, das ist so das klassische Spiel, wo du sagst, da ist eigentlich egal, wer kommt, da kannst du gewinnen. Und mit 4 Siegen, ich bleib dabei, mit 4 Siegen bist du richtig tief in der Verlosung fürs große Finale in 3 Wochen. Ich glaube, also, er wird sich ärgern. Das glaube ich auch. So. Jetzt entscheiden aber erstmal unser Publikum hier, wer gleich rechts von mir wieder spielen darf. Und da seid ihr wahrscheinlich auch gleich alle gespannt. Vor allem, wer dann ausgewählt wird. Ist es also, wahrscheinlich haben, wenn man nicht ausgewählt wird, dann hat man ja wahrscheinlich Angst vor euch so ein bisschen, hat man so das Gefühl. Wie seht ihr das bis jetzt? Alles entspannt oder hättet ihr schon gesagt, oh, da hätte ich am liebsten jetzt schon auch schon mitgespielt? Songanfang hätte ich gerne gespielt. Das war die Wagen. Mein Spiel eigentlich. Okay, also so schwer waren die Spiele jetzt im Prinzip nicht. Oder wir haben ein Ergebnis, Buschi. Geile. Oh, also ich ahne es. Wir gucken mal, wir gucken mal auf den Balken. So, es ist wieder sehr deutlich. Es ist wieder sehr deutlich. Wahnsinn. Kann er nicht sein. Ey. So, 62% und es spielt... Kevin! Komm nach vorne! Danke.
Ey, jetzt wird aber peinlich, wenn ich verliere, wa? Jetzt wird peinlich, wenn ich verlieren sollte. Jetzt weiß man nicht, das ist... Ich will auch nur einmal gewinnen. Ich will das mir egal. Nur einmal gewinnen jetzt. Dann wollen wir sehen, ob... Ey, ohne Scheiß. Klopapier trennen kein Spiel ist. Ja, klingt erstmal nach einem Calvin Kleinen Spiel. Das muss man ganz deutlich sagen. Und vielleicht eins noch, wir nehmen hier keinen Einfluss. Ich habe das Rumoren um mich rum direkt gehört, als es hieß, es wird abgestimmt. Alle sofort, der muss nochmal. Ja. Danke. Nur zur Info nochmal, es werden gleich Klopapierrollen runterhängen, einzeln an den Blättern und mit dem Bierdeckel einfach diese Dinger durchtrennen, durchwerfen. Ja. Und du darfst dir natürlich jetzt deinen Gegner aussuchen. Du spielst Handball, da nicht ich mir auf gar keinen Fall. Aber nicht mit, mit Bierdeckeln. Darf ich auch fragen, was die so in ihrem Leben gemacht haben? Komm, Lukas, nehm ich mich. Oder war das jetzt wieder falsch? Komm, oder? So, wir erleben also jetzt die Premiere von Lukas Cordalis an diesem Abend. 56 Jahre alt. Er wird es mir nachsehen, bekannt vor allem durch seine Frau. Das wird er mir nachsehen. In vielen Shows schon aufgetreten. Und jetzt kann er sich beweisen bei Klopapiertrennen gegen Calvin Kleinen. Davon hat er geträumt, der Lukas. Da hast du recht, mein Lieber. Davon habe ich geträumt. Und ich darf es einfach nochmal sagen, weil man sieht es ihm nicht an. Er ist der älteste Teilnehmer heute hier. Danke. Kommt schon mit nach vorne. Das sage ich mit vollem Respekt. Ja, das kannst du auch sagen, Elton, gucken dir mal gut an. 56 Jahre alt und das ist ein Athlet. Fertig, Ende aus. Ja, danke. Also müssen wir lange für zum Arzt gehen. Also ich. So, das ist also hier euer Metier, eure Klopapierrollen. Die hängen hier runter. Die genauen Regeln. Ihr müsst mit den Bierdeckeln, immer nur mit einem Bierdeckel, die herunterhängenden Klopapierrollen durchtrennen. Wer als erster seine 5 Rollen durchtrennt hat, gewinnt einen Durchgang. Wer als erster 3 Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Okay. Also, ein Bierdeckel nehmen. Oder ihr könnt auch mehrere in die Hand nehmen, aber nur mit einem Bierdeckel werfen. Aber nicht auf Zeit, ne? Nö, wer zuerst Schnelligkeit. Wer zuerst fertig ist. Calvin, immer nur einen werfen. Egal, wie viel du in der anderen Hand hast. Nicht anfangen, wir haben noch nicht gestartet. Immer nur einen werfen. So. Ja, ja. Und das Allerschönste ist, Buschi, ihr liegt die erste Reihe, die zweite Reihe, die Losers Lounge, die leben da gerade jetzt sehr gefährlich. Wenn es geht... Verschanzt euch hinter den Kameraleuten. Ja, passt bitte auf eure Augen, auf euren Kopf auf. Vor allen Dingen, wenn da drüben geworfen wird. Da ist bestimmt eine Menge Kraft. Ich hau voll rein. Ihr müsst echt aufpassen. Aber Spielprinzip ist klar. Ist klar. Durch Werfen eines Bierdeckels durchtrennen. Okay? Ja. Calvin, was ist los? Ja, ja, okay. Achso, ich dachte, du wolltest noch was machen. Calvin, ich will das nicht wiederholen müssen. Immer nur einen. Ich weiß es doch jetzt. Okay. Nimm einen Bierdeckel schon in die Hand, gerne. Auf die Plätze, fertig, los! Vorsicht, nicht übertreten. Nicht übertreten. Ja, das ist erstaunlich, denn die Distanz ist ja recht kurz. So. Ja, der übersäuert gleich. So wie, das ist zu fest, aber er hat 3. Calvin Kleinen, jetzt ist Ausgleich. Beide haben 3 durchtrennt. Calvin Kleinen. Jetzt vorne holt er sich den ersten Durchgang. Nein. Nein. Jetzt hat er es bald, aber immer noch nicht. Und Lukas Cordalis oder Calvin Kleinen. Das gibt's doch nicht. Am letzten Stück und der erste Durchgang geht an Calvin. Und er ist jetzt schon Publikumsliebling. War knapp. Hey. Ja! Calvin, ja. Gewonnen hat man, wenn man 3 Durchgänge hat. Ach so, ey, da ehrlich jetzt. Ja. Ey, ich weiß nicht, ich hab gedacht, jetzt bin ich einmal gewonnen. Naja, einen Durchgang hast du jetzt gewonnen. Ja, ich hab gedacht, jetzt geht das die ganze Zeit, also ist fertig. Nein, ist nicht fertig. Oh Gott.
So, und das war sehr, sehr knapp. Lukas war auch schon bei der letzten Klo-Rolle. Also ich wage da jetzt keinen Tipp, wer das am Ende für sich entscheidet. Ey, nicht so reden, bitte. Was? Oder? Ja, was? Echt jetzt? Ja, dafür werde ich ja bezahlt. Ach so. Ja? Ich begleite das, was ihr hier macht. So, und das ist anstrengend, aber es ist auch interessant zu beobachten, wie Kelvin wirft. Der schmeißt sein ganzes Körpergewicht da rein. Das wäre theoretisch gar nicht nötig. Wieso? Man kann so aus dem Unterarm. Ich weiß ja nicht, aber egal. Eieieiei. So. Nicht so die Nase hoch. Ach, sorry. Ist manchmal gesünder als Schnauben. Ja, aber er hört sich komisch an im Fernsehen. Ich habe halt nicht dran gedacht. Ach, gewinnt Kelvin Kleinen diesen Durchgang, geht er 2-0 in Führung. Du brauchst 3 Durchgänge, um Klopapier trennen zu gewinnen. Ihr seid wieder bereit? Yes. Ja. Los! Jetzt hat er einen Lauf. Ja, jetzt hat er einen Lauf. Ja, jetzt hat er schon 4. Er lacht noch da. Ja, beim letzten Harz. Und Cordalis kommt noch mal ran. Cordalis kommt noch mal ran. Und er kann das Ding jetzt noch. Nein, oh Gott. Oh Gott, da brauchen wir einen Videobeweis. Da brauchen wir einen Videobeweis. Das war nicht, krass. Nicht mit bloßem Auge zu erkennen, noch nicht feiern. Wo haben wir denn, wo habe ich denn einen Monitor? Wo so, ich habe hier einen Monitor, Elton, ihr könnt das sehen. So, also bei wem die Rolle, diese Holzrolle da unten, zuerst auf den Boden fällt, knapp, der gewinnt diesen Durchgang. So, kann man das erkennen? Nee. Moment. Es ist Kelvin. Ja! Ja. Ja. Ja, ja, es war relativ deutlich zu sehen. Ja. Ja. Zweiter Durchgang heißt aber immer noch nicht. Ich weiß. Das Spannende ist, Kelvin ist jetzt schon in dem körperlichen Zustand wie nach Fußball. Pass ein bisschen auf mit der Stange. Ja. Elton, darf ich dir mal was sagen? Ja. Das ist echt wie früher. Oh, ja, finde ich auch. Wirklich. Wie geht's den Zuschauern in der ersten Reihe, Buschi? Hast du irgendwelche Treffer irgendwie? Nee, ich glaube tatsächlich niemand getroffen worden. Entschuldigung. Kameraleute sind wohl auf, Publikum ist wohl auf, Losers Lounge ist wohl auf. Aber Kevin wirft ja auch bis nach Leverkusen. Ja. Da kann nicht so viel passieren. So, für Lukas gilt's jetzt. Er muss jetzt alle 3 Durchgänge gewinnen. Ja. Was denn? Ich weiß Bescheid. Ist das unten, wie locker hängt das unten dran? Ist das unten besser zu werfen oder oben? Ich darf keine Tipps geben. Okay. Kelvin? Ja, ja. Immer nur einen Bierdeckel. Immer. Okay. Los. Fängt wieder an wie Feuerwehr. Ja, Cordalis hat jetzt 3. Beide mit 3, 4 für Kelvin Kleine, 5. Er gewinnt und steht bei 10.000 Euro und spielt gleich weiter. Kelvin Kleine, jetzt schon Publikumsliebling in der ersten Ausgabe von Schlag den Bett. Da vorne. Ja! Geil, Alter. Yes! Ja! Ich würde jetzt fast sagen, ist bestimmt gelaufen. Ich will einen mit nach Hause nehmen. Ja, das kannst du mal. Lukas, tut mir leid, das war relativ kurz. Nein, muss ich neidlos anerkennen, mega. Aber auch du hast ja immer noch, wir sind noch nicht am Ende der Sendung, die Chance, wieder reingewählt zu werden, tatsächlich. Vielen Dank, Lukas Cordalis. In die Losers Lounge, bitte. Na,